Im Landkreis Rothenburg in Niedersachsen dauert seit der Nacht zum Freitag ein großer Polizeieinsatz an. In einem Einfamilienhaus sollen Schüsse gefallen sein. Die Polizei spricht von mehreren Opfern und geht von einem Kapitalverbrechen aus. Ob es sich bei den Opfern um Tote oder Verletzte handelt, war zunächst unklar. Laut Bild sollen 4 Menschen getötet worden sein, darunter ein Kind. Laut eines Polizeisprechers, den die Kreiszeitung zitiert, handelt es sich um eine Familiengeschichte. Zitat: Wir haben einen Tatverdächtigen. Später hieß es, der Täter sei ein Bundeswehrsoldat und mittlerweile festgenommen. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus, auch Landes- und Bundespolizei waren im Einsatz, Zitat: Alles, was zur Verfügung stand, war im Einsatz, so der Sprecher. Für die Bevölkerung bestehe aktuell keine Gefahr mehr. Im Laufe des Tages will die Polizei mehr Informationen bekannt geben.